Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video geht es um die größte Eventwoche in Sachen Rabatt, die wir seit Monaten bekommen haben. Diese Eventwoche nennt sich die Hundstage Eventwoche und die seit gestern am Freitag, den 9. September begonnen. Und diese geht noch bis nächste Woche Donnerstag bis hin zum 15. September. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zu den Rabatten, die wir so in dieser Eventwoche bekommen. Wir bekommen nämlich 50% Rabatt auf alle Yachten und 25% Rabatt auf alle Yachtmodifikationen. Außerdem bekommen wir 50% Rabatt auf alle Immobilien, sprich auf alle Büros, alle Apartments, alle Stelzenhäuser und alle Garagen. Außerdem gibt es noch 25% Rabatt auf die Büroeinrichtungen wie den Waffenschrank und wie diesen Safe, den man dort sich kaufen kann. Außerdem gibt es 50% Rabatt auf die beiden Cargo Bobs und es gibt 50% Rabatt auf die Valkyrie, also diesen Helikopter aus dem Banküberfall DLC. Und abschließend gibt es noch 25% Rabatt auf das Update des Banshees zum Banshee 900R bei Benny's Original Motorworks. Und passend dazu gibt es auch mal wieder ein neues Premium-Rennen. Dieses nennt sich Loopings über der Stadt und dieses kann man eben nur mit diesem Banshee 900R fahren. Außerdem gibt es dann noch eine Event-Spieleliste, bei der es doppeltes Geld und doppelte RP gibt. Und in dieser Event-Spieleliste sind einfach nur drei Gegner-Modis drin. Diese sind nämlich Running Back 2, Cross the Line 4 und Inch by Inch 3. Also diese Event-Spieleliste ist nichts Besonderes. Bei diesen Gegner-Modis bekommt man auch nicht wirklich viel Geld. Und das Ganze lohnt sich hier auf jeden Fall nicht, um doppeltes Geld und doppelte RP abzukassieren. Aber nun gut, die Rabatte sind dafür wirklich richtig, richtig gut. Und im Grunde war es das auch alles schon, was es so in dieser Eventwoche gibt. Ich bin auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle einfach mal raus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich jetzt übelst freuen, wenn ihr den Like-Button mal wieder so richtig verprügeln würdet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.